Herzlich willkommen zurück hier am Kanal. Ich habe jetzt Margarita auf Feld 13 geschickt, damit sie dort Weizen einsät. Begründung kommt gleich. Und ich muss hier noch den Roggen zu Ende säen, das Vorgewende an dem Feld hier. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut, wie die Bodenwerte sind, wenn wir komplett fertig sind mit Roggen und Weizen säen. Damit sollten wir in dieser Folge fertig werden. Gut, die Begründung, warum sie jetzt Feld 13 und nicht Feld 15 da unten sät, ist folgende. Wir haben ja mit Feld 16 schon ein Feld, was komplett überdüngt ist. Und ich habe mir hier Feld 15 angeschaut, das ist komplett überdüngt. Und Feld 13 ist tatsächlich, ja, es ist phosphattechnisch auch überdüngt. Aber wenn jetzt hier Weizen kommt der rein, 120, 160 NK. Da fehlt bei beidem nicht mehr viel. Das heißt, hier muss ich ein bisschen NK nachdüngen und dann passt es an dem Feld. Und dann könnte ich quasi hier auf Feld 15 mit dem Mais noch ein komplett überdüngtes Feld simulieren. Daher die Begründung, dass ich das so aufgeteilt habe. Ich habe die, weiß ich nicht, 5-6 Folgen schon mal aufgeteilt, aber wie gesagt, ich habe vergessen, wie ich die damals aufgeteilt hatte. Und das Gute ist, jetzt ist ja natürlich auch so nah da, die Margarita. Dann muss ich da jetzt nicht, wenn sie stecken bleibt, hier alles abhängen, sondern ich kann dann einfach kurz rüberlaufen. Und dann war es das auch. Ja. Für alle, die neu sind oder das letzte Video nicht gesehen haben, schaut euch das letzte Video an. Da habe ich erklärt, warum ich hier in das Grasfeld, obwohl es nicht mal abgemäht ist. Okay. Das war nicht so gut. Nach vorne, okay. Warum ich da jetzt Getreide einsähe. Komm. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr rückwärts? Hä? Hänge ich da fest im Baum drin? Rad? Na. Ah. War es das Saalrad oder war es der Drift der Sämaschine? Naja, ich habe ja nach Empfehlung eines treuen Zuschauers, danke nochmal dafür, die Physikeinstellungen ein bisschen angepasst. Dass ich jetzt nicht mehr voll auf der krassen Realismusphysik fahre, sondern auf der mittleren. Gerade um so Sachen beim Maisdilieren mit stecken bleiben und so zu verhindern. Ja, die Sämaschine slidet trotzdem noch seitlich. Was es auch ein bisschen unrealistisch war, aber okay. Solange es nur das ist. Das meiste funktioniert ja. Da kann man wirklich sehr stolz drauf sein. So. Fahren wir runter. Puff. Falco ist auch unterwegs. Ui. Ha. Muss mal rückwärts fahren. Da muss ja noch ein bisschen gesät werden hier.
Ich werde noch ein bisschen vorgewendet dazu. Das hätte ich jetzt glatt vergessen. Wunderbar. Ja, während ich jetzt hier voll zu Ende sähe, eine Sache, die ich euch auch noch fragen wollte, ist es nicht sonderlich akut? Kommt frühestens irgendwann Richtung Spätherbst, Winter, weil es im Sommer ist echt übel warm hier in der Wohnung und da macht es... Hey, jetzt fängt es auch noch an zu tröpfeln. Da macht es manchmal nicht so Spaß, jetzt so extrem viel zu zocken. Aber ich habe mir überlegt, ich könnte auch mal ein bisschen streamen für euch. Nicht nur Videos hochladen, sondern auch streamen. Höchstwahrscheinlich direkt auf YouTube. Also nicht auf Twitch. Dass ich dann... Ja... Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, ich habe hier ein Projekt wie das hier laufen und ich sage dann, okay, ich streame samstagabends mal. Wir müssen kurz das Sache, was in der Sähmaschine ist, noch hochbringen und ausladen. Ich streame samstagabends mal 4-5 Stunden. Und der Teil kommt dann einfach in gar keiner Folge. Da bleibt einfach der Stream online. Und ja, dann geht es einfach in der nächsten Folge wieder ganz normal weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Oder zweite Möglichkeit. Ich habe ein Projekt, wo ich einfach Videos draus mache. Und dann irgendein anderes Projekt. Aber schon hier Catland Crops. Wo ich dann nur streame. Also, weiß ich nicht, ich spezialisiere mich auf irgendwas, mache irgendwas anders. Vielleicht gibt es bis dahin auch eine neue Map oder ähnliches, schauen wir mal. Ist ja noch lange Zeit bis dahin. Wo ich dann einfach sag, ja, das ist quasi das Stream-Projekt. Und da wird nur gestreamt. Was haltet ihr prinzipiell von Streamen, von der Idee? Was ich sagen kann, ich denke, es wird schon regelmäßig sein, aber halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag. Wird dann irgendwie ein, zwei, vielleicht drei Tage die Woche geben. Wo ich dann abends streame, wo ihr dann zuschauen könnt. Und ansonsten einfach normal Videos. Ja. Was haltet ihr prinzipiell davon und welche Idee von den vorgestellten findet ihr cool? Beziehungsweise vielleicht habt ihr sogar noch eine bessere Idee, wie ich das irgendwie einteilen könnte. Oder sagt ihr, ich soll lieber auf Twitch streamen wie auf YouTube? Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, diskutiert da mal ein bisschen fleißig drüber. Ist ja jetzt noch echt lang bis dahin. Ich werde bestimmt das ein oder andere Mal das nochmal ansprechen, mal drüber ein bisschen quatschen, was sich bis dahin dann so ergeben hat. Entschuldigung. Wenn ich zusätzliche Ideen habe oder so. Genau. Nur, dass ihr schon mal gehört habt. Und ich prinzipiell eure Meinung dazu hören kann. Ja, es regnet leider hier. Aber wir sind auch gut dabei. Wo ist sie denn? Ja, ein bisschen muss ich noch machen. Dann haben wir tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, mehr als 13 Hektar Weizen und Roggen ausgesät. Schon eine krasse Leistung.
Sehen Sie hier. Schauen wir mal hier, wo was drin ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. 0, 3, 5. Plus 0. Ne, plus die hier. Sind wir bei einem Hektar. 1,6. 2, 2. 3, 2. Ja. 8,2. Plus das hier. 14 Hektar fast, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ui, Saatpalette voll. Scheint, als wären die alle voll. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich das jetzt wegwerfen müsste. Jetzt mal hier rein. Den Dünger noch ausladen. Ja, aber ich weiß auch noch gar nicht. Also noch sind wir nicht mal fertig mit Säen, aber... ob die nächste Folge jetzt... So, ich muss hier was anderes wählen. Ob die nächste Folge jetzt irgendwas mit... Oh, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen manchmal, sorry. Die nächste Sache. Muss ich da irgendwelche Felder nachdüngen? Ist es schon Mais sein? Oder muss ich irgendwelche Bullen kaufen und verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Da würde ich sagen, lasst euch einfach überraschen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Aber erstmal muss ich jetzt hier... Wie kann ich denn das hier nicht ausladen? Ich will doch den Dünger ausladen. Getreidesaateinheit. Wisst ihr was? Getreidesaateinheit ist ja hinten dran. Die hänge ich jetzt hier ab. Jetzt habe ich ja nur den Dünger, jetzt fahre ich mal nur mit dem Teil durch. Jetzt irgendwie... Irgendein Mini-Update gab es irgendwie vor ein paar Wochen. Es hat ein paar Sachen gefixt und ein paar Sachen schlechter gemacht. Ui. Das war knapp. Heavy. Geht das jetzt gar nicht mehr, dass ich hier abladen kann? Das ging doch schon mal. Naieiei. Ich muss mich da gleich drum kümmern. Ich schaue jetzt erstmal kurz rüber zu Margarita. Die hat schon wieder angerufen. Sie steckt fest. Wo ist sie denn? Hä? Meint, sie ist doch fertig. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Die steht auf dem Hof. Die ist ja schon da. Ui, Achtung, Falco. Dass der auch nicht aus dem Weg geht. Hätte ich hupen müssen, ja. Aber so schnell bin ich nicht auf der Hube. Ah, am Anhänger hängt sie, alles klar. Okay, das ist kein Problem. Jetzt machen wir einfach so. Aufgabe. Er wird gelöscht. So. Würde ich sagen, wir schauen mal kurz auf die zwei Felder, bevor ich hier mit dem Dünger weitermache. Feld 13. Ja, 20 Kalium braucht man noch und ja, 23 Stickstoff muss noch auf das Feld. Oh, die Krümeligkeit, die ist eigentlich sehr gut. Die Krumendichte, die ist zu wenig dicht. Aus meiner Sicht. Ja, aber das haben halt die Grasfelder hier so an sich. Schauen wir mal, was da dann rauskommt. Sehr schön. Und Feld 15 habe ich ja gesät.
Natürlich überdüngt. Krümeligkeit ist perfekt. Brummendichte, Oberbrummendichte ist natürlich zu niedrig. Alles klar. Nee, da haben wir jetzt alles in allem sehr schöne Felder zum Vergleich. Was hatten die noch eigentlich drin? Vielleicht müssen wir bei ihr auch was raustun. An Getreide noch, wenn was übrig ist. Haben wir damit circa 14 Hektar gesät. Das ist noch kein Riesenbetrieb, aber kleinen Betrieb jetzt hier. Mal innerhalb von ein paar Stunden 13 Hektar zu säen, ist schon eine Leistung, würde ich sagen. Jetzt mache ich hier noch so ein bisschen Kleinkram. Saatgut und Dünger aus den Sämaschinen raus. Na? Irgendwie läuft da nichts. Warum? Vaterdamm. Saatpalette. Ist doch Weizen. Ja, ein Roggen können hier auf 3 noch draufpacken, von dem, was ich drin habe. Sogar noch Gras, Saatgut, irgendwie ärgerlich. Nochmal Start. Warum geht es nicht? Weizensaat, gut, Getreidesaat, entladen und Palette 5. Let's go. Aus diversen Gründen hat er irgendwie keine Lust. Alles klar, dann mache ich halt hiermit weiter. Ich hoffe, dass es funktioniert. Die kann ich eigentlich nicht direkt, oder kann ich die direkt an den Traktor anhängen? Das Beauftragen geht nicht, aber vielleicht kann ich sie direkt anhängen. Nö. Geht nicht, wie zu erwarten. Naja gut, wir sind fertig. Wenn die Maschinen jetzt hier draußen im Regen sind, können sie noch direkt ein bisschen abgewaschen werden. Eine Schlammschlacht auf dem Feld wird es auf alle Fälle nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde mal das Spiel neu laden und probiere es dann nochmal. Vielleicht geht's prinzipiell auch gar nicht oder geht nicht mehr. Ich weiß, ich meine, aber ich habe es schon mal gemacht. Würde ich sagen, für euch war es das hiermit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Ältes. Ciao, ciao.